Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von meiner Tutorial-Reihe, wo ich euch zeige, wie ihr jedes Pet in Cube World bekommen könnt. Und diesmal zeige ich euch, wie ihr ein sogenanntes Duckbill bekommt. Und dazu müsst ihr so ein Petfood hier bekommen, das heißt Sugar Candy. Und das habe ich gerade hier gedroppt von so einem, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Onionling. Von diesen Zwiebelköpfen halt. Da habe ich gerade hier eins gedroppt, da müsst ihr in irgendeiner grünen Region sein. Und dann könnt ihr die droppen. Und ja, ich mache jetzt kurz einen Cut und suche mir dann mal so ein Duckbill und zeige euch, wie ihr das zähmen könnt. So, da bin ich wieder. Nach nicht allzu langem Suchen habe ich jetzt so ein Duckbill gefunden. Wir nehmen jetzt einfach mal unseren Sugar Candy, unser Pet Food hier raus und tun das einfach in den Pet Slot rein, wie immer. Ganz einfach. Und man sieht schon, über dem Duckbill kommt ein kleines Herzchen und dann dauert es nicht lange und blub. Sehen wir Level 2 Duckbill oben links in unserem Pet-Slot. Der folgt uns jetzt wie immer überall hin, hilft uns beim Kämpfen. Und ja, ist ein ganz, ganz süßes Ding. Cooler als das Schaf, was ich in meinem Let's Play gerade habe. Alle Male auf jeden Fall. Gut, und ihr seht hier, unten habt ihr jetzt diesen Käfig. Den könnt ihr auch rausnehmen jederzeit. Dann ist der folgt das Ding euch nicht mehr und ihr könnt es auch jederzeit wieder reintun oder durch andere Pets, die ihr gerade habt, ersetzen. Dann habt ihr halt mal andere Pets, wenn das mal langweilig wird. Gut, das war es jetzt eigentlich für die Tutorial. Für das Tutorial und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Kommentar da, was ihr als nächstes sehen wollt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.